Auch er wird mitentscheiden über die Große Koalition. Roland Ermer, CDU-Mitglied im Kreisverband Bautzen. Am Montag fährt er als einer von 30 sächsischen Delegierten zum außerordentlichen Bundesparteitag nach Berlin. Dort will er, so sein Plan jetzt, gegen den Koalitionsvertrag stimmen. Das ist wirklich eine ganz schwere Abwägung, weil auf der einen Seite ist diese staatstragende Rolle, die eine Regierung hat und die man genauso sieht. Aber auf der anderen Seite sind eben die vielen Probleme, die wir sehen, ob ein weiter so, wenn es auch ein kleines bisschen anders sein wird, das Richtige ist. Das wissen wir nicht. Keine Einzelmeinung. Viele sächsische CDU-Mitglieder hadern mit dem Koalitionsvertrag. Über das Für und Wider diskutierte die Parteibasis mit der Parteispitze heute in der Dresdner Dreikönigskirche. Ministerpräsident Kretschmer wirbt für die Große Koalition, auch weil die Alternative, eine Minderheitsregierung, kaum handlungsfähig wäre. Die meiste Zustimmung für die These, Minderheitsregierung ist was Furchtbares, erzielt man übrigens bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, vor allen Dingen bei den kleinen Gemeinden. Die wissen, wie das ist, wenn du da sitzt davon. Und du hast keine klare Mehrheit. Und es ist abhängig davon, wer jetzt gerade mal kommt und wie das gerade so hinhaut. Und dann wird der größte Unsinn im Zweifel beschlossen und drei Sitzungen später nimmt man es wieder zurück. So kann man nicht arbeiten. Enttäuscht zeigen sich viele sächsische Christdemokraten auch über den Verlust des Bundesinnenministeriums an die CSU. Thomas de Maizière wäre nicht mehr ein Kabinettsmitglied in einer neuen Union-SPD-Koalition. Mir zuliebe muss niemand diesen Koalitionsvertrag ablehnen, auch nicht aus Sachsen. Deswegen bitte ich Sie alle um Zustimmung, trotz Bedenken, zu diesem Koalitionsvertrag und zu einer neuen Koalition mit einer geschwächten SPD. Begeisterung klingt anders. Rund zwei Stunden dauert die Debatte von der Pflege bis hin zur Verteidigungspolitik. Zum Schluss gibt es kein einheitliches Stimmungsbild. Der Bautzener Delegierte Roland Ermer bleibt skeptisch. Mich hat es eigentlich in meiner Position bestärkt zu sagen, dieser Vertrag der Großen Koalition, der ist mir einfach zu wenig. Eine endgültige Entscheidung über die GroKo treffen er und die anderen Delegierten auf dem Bundesparteitag der CDU am Montag.